Ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer wilden Hexenjagd nach Morrigan. Jetzt, da wir die Risse im Schleier besiegt haben, ne, die Schleier zum Nichts, die Risse zum Schleier, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit der Magie nicht aus. Wir haben sie auf jeden Fall zerstört und jetzt können wir endlich mal mit der Statue aus Tevinter reden. Ich bin der Geist Eleni Zinovias, einstige Gemahlin und Beraterin von Archon Valerius, bla bla bla. Untergang des Hauses, ja, das hatten wir doch schon alles. Finn, ich grüße euch. Inwiefern hilft uns das Weiterfinden? Geht es euch gut? Ihr habt vorhin ziemlich beunruhigt gewirkt. Fragt ihr etwa die Statue, ob es ihr gut geht? Sie ist eine Statue. Ach, ihr sprecht also mit ihr, aber sie zu fragen, wie es ihr geht, ist merkwürdig? Sie besteht aus Stein. Abgesehen von Hammer und Meißel kann sie nichts verletzen. Die steinernen Augen sind nicht länger beschattet. Das Dunkel zieht sich zurück. Vorerst. Es ist schwer, Antworten von ihr zu bekommen. Man muss erst all dieses gewichtige Kauderwelsch entschlüsseln. Wir wissen, wo ein zerstörter Illuvien ist. Können wir damit die anderen finden? Ihr müsst wahrsagen. Das zerbrochene Glas, scharf wie ein Dolch, wird euer Schlüssel sein. Vor dem Spiegel, Finn, wisst ihr, wie. Wahrsagen? Was, ein zerbrochenes Glas? Vor dem Spiegel? Ja. Die Lichter Alethans werden den Weg des Wahrsagenden erleuchten. Die Archons besaßen sie. Doch sie wurden missbraucht, beschmutzt. Und gingen verloren, wie so vieles, was das Reich berührte. Einige wurden gerettet von Flüchtlingen aus der Elfenstadt. Ihre Trauer weckte den Stein, und seine Kinder gaben ihnen Schutz. In den tiefen Hallen von Kathalasch, das man heute Kadasch nennt, fanden sie Zuflucht. Dort ruhen die Lichter Alephans. Abgeschirmt von den Augen Unwürdiger. Kadasch, der Kadaschteig? Unmöglich. Er ist noch nicht so alt. Ihr kennt ihn also. Wie praktisch. Lebt wohl, Finn. Wir werden nicht mehr miteinander sprechen. Der Teig Was? Kadesh. Was soll das denn heißen? Das heißt, unsere Reise führt nach Orsama. Oh, das finde ich ja cool. Ich hoffe, der DLC dauert noch so ein bisschen, dass wir herausfinden, was da alles passiert. Das finde ich jetzt gerade echt Wie ihr super. meint. Wir müssen also nach Also, Orsama. Magier, erzählt uns, was los ist. Die Illuvien sind miteinander verbunden. Falls sie noch existieren, führt euch einer von ihnen zu den anderen. Aber der, den ihr kennt, ist zerstört und verderbt. Wir brauchen also etwas anderes, um die Magie zu verstärken. Die Lichter Alethans. Ja. Werdet ihr uns begleiten, Finn? Inwiefern hilft uns das, Morrigan zu finden? Morrigan interessiert sich für die Illuvien. Wenn wir sie finden, finden wir auch Morrigan. Lasst mich mit euch kommen. Ich kann euch helfen. Bitte. Ich dachte, sämtliche Spiegel seien zerstört. Ich kann mir die Chance, einen von ihnen zu finden, nicht entgehen lassen. Nur wenn Hadley einverstanden ist. Ich habe seit einiger Zeit die Erlaubnis, meine Forschungen außerhalb des Turmes fortzusetzen. Aber bis jetzt hat sich mir nie eine Gelegenheit dazu geboten. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal, hä? Wenn ihr zum Aufbruch bereit seid, bin ich es auch. Dann gehen wir los, würde ich mal sagen. Auf nach Orsama, zum Hause Wie war das Kadash. nochmal? Euer Name ist Florian Phineas? Horatio Aldebrand. Der Hochwohlgeborene, nicht zu vergessen. Mein Vater hat darauf bestanden. Haben euch eure Eltern gehasst? Nein, sie lieben mich. Ich glaube, der Name kommt daher, dass ihre überwältigende Liebe ihren Verstand verdrängt hat. Cool, jetzt sehen wir all die Orte wieder, die wir im Hauptkampagne alle gesehen haben. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Elfenruinen. Der Kadesh-Teig. Ich will aber eher nach Orsama und ich will aber nach Orsama. Ich will gucken, was es da Neues gibt. Hier konnte ich ja auch hin. Dann gehen wir erst in den Kadesh-Teig.
Vielleicht treffen wir auch Shell wieder. Wer weiß. Oder andere Zwerge. Ich glaube, ich mag die tiefen Wege nicht. Es gibt weniger dunkle Brut, als ich dachte. Aber ich fühle mich beobachtet. Moment, warum haben wir Halt gemacht? Ist dies der Kadaschteig? Ja, ich war schon einmal hier. Gut, also ich bin meine alten Notizen durchgegangen. Und weiter? Und ich bin dabei auf diese Fußnote gestoßen. Offenbar haben die Elfen bedeutende Relikte auf magische Art verborgen, um sie vor den Augen unwürdiger zu schützen. Und wenn man bedenkt, was die Magister aus Tevinter getan haben, schätze ich, dass sie zu diesen Unwürdigen zählen. Was ihr nicht sagt. Sind wir unwürdig? Das kümmert mich nicht. Wie kommen wir an sie heran? Die Lichter aller Tanzet stehen also unter der Verzauberung. Die Lichter aller Tanz stehen also unter dieser Verzauberung? Das vermute ich, ja. Aber sie könnten ebenso gut auch tief in der Erde verborgen sein. Um ehrlich zu sein, ist das sogar ziemlich wahrscheinlich. Der Kadaschteig wurde offenbar auf den Ruinen von Kadalash erbaut. Die Lichter Alethans könnten Meilen unter uns sein. Eure andere Theorie hat mir besser gefallen. Wenn die Elfen die Relikte durch Magie verborgen haben, kann nur das Blut ihres Volkes sie offenbaren. Arianne, wir brauchen euer Blut. Wie bitte? Nur ein paar Tropfen. Das ist alles. Ist das Blutmagie? Nun, das Blut verleiht dem Zauber nicht seine Macht. Es ist nur eine Komponente. Es ist definitiv eine Grauzone. Also sollte das lieber unter uns dreien bleiben. In Ordnung? Vier. Uns vier. Arianne, in euren Adern fließt das Blut der Elfen Alethans. Also seid ihr die Einzige, auf die diese Verzauberung reagieren wird. Also gut. Aber nur, weil mich das ganze Gerede darüber schon kribbelig macht. Ein paar Tropfen. Es geht ganz schnell. Mein Zauber wird magische Wirbel enthüllen. Wenn wir darin stehen, müsste uns die Energie, die zu den Relikten gezogen wird, zu ihnen führen. Sobald wir in den Einflussbereich der Lichter Arlethans kommen, wird Arians Blut sie uns offenbaren. Aber wir müssen dafür in ihrer Nähe sein. Oh, ich habe auch Osama. Mann. Ich dachte, ich könnte Lord Harriman besuchen oder was. Aber weiß, vielleicht treffen wir ja auch auf Shell. Kann ja auch sein. Starker Ausdauertrank. Kann ja auch sein, dass wir auf Shell treffen. Ah, wir sind auf der anderen Seite der Brücke gelandet. Wo wir hier letztens mit Shell waren. Hier drüben ist in einem alten Zwergendialekt verfasst. Falls ihr weitere derartige Inschriften findet, könnte ich sie vielleicht übersetzen. Ja, ich weiß, was das hier ist. Dein Hund scheint besonders Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben. Warum? Gäbe es? Nun, ich schätze, irgendwo muss er sich wohl erleichtern. Aber noch nicht daran. Ich glaube, das wäre Shell sehr gegenüber böse. Ein magischer Wirbel. Mit ihm können wir die Energie sichtbar machen, die zu den Lichtern Alethans strömt. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr dem Weg folgen? Ja, ich sehe es. In die Richtung müssen wir. Ich dachte immer, die Zwerge seien geistlos, ohne jegliche Magie. Aber dieser Ort ist überwältigend. Ah, dunkle Brut. Ah!
Hey, wo ist... Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Ja, was machen sie? Und zwar hier hin. Ich glaube, hier ist irgendwas. Ach. Oh! Was ist das? Licht Elephants. Oh, Wächter! Das hat das Wort auf der Schriftrolle also bedeutet. Alter Elfenwächter. Oh. Aber die hauen ihn einfach drauf. Die müssen gar nichts mehr machen. Elephants sind alte Lampen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Statue auch mal etwas wörtlich meint. Tja, kannst mal sehen. Die Kadasch-Zwerge wussten nicht einmal, dass hier einst Elfen gelebt hatten. Wäre das nicht bemerkenswert genug, um in den Erinnerungen festgehalten zu werden? Das sagt doch der Bewahrer immer. Wenn ich wieder zurück bin, sollte ich die Geschichte der Zwerge studieren. Das wäre eine extrem gute Idee. Was ist das? Faszinierend. Ich verstehe Finn gar nicht, wenn ich hier dauernd angreifen muss. Ich verstehe Finn meistens gar nicht. Bronto. Wohin geht's? Da lang. Bis zum nächsten Punkt, okay. Könnte der gespeichert. Oh oh, warum wird der gespeichert? Oh, die gibt's mehr rum. Ich lebe wohl. Krähengift. Ich will kein Krähengift. Fackeln. Nach tausenden von Jahren brennen sie immer noch. Ist das Magie? Oder ein spezieller Brennstoff? Oder liegt es vielleicht am Aufbau der Leuchter? Hey, wartet auf mich! Ja, ist ja schon gut. Bin noch da. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. So, da bin ich wieder. Das Spiel ist wieder abgekackt. Das kotzt mich gerade so an. Mal sehen. Licht Elephants. Wieder eine Laterne. Rückblickend betrachtet, hätten wir wohl mit dieser Art von Widerstand rechnen müssen. Wahrscheinlich, ja. So. Es sind jetzt zwei Lampen. Bald haben wir genug. Brauchen wir etwa drei? Und wieder dunkle Brut. Juhu! Alter, die glaube ich nicht schon genug was angetan, wenn euer Erzdämon besiegt. So. Tot, tot, tot. Dann mal gucken, wo das letzte Licht führt. Oh, da habe ich ein Gespräch vermasselt. Warte mal. Die führen alle in diese Richtung. Diese Steinbearbeitung und dieses Mauerwerk. Seht euch nur diese Kunstfertigkeit auf. Finn! Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, er ist doch nur neugierig. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Ich weiß wohin. Oh, ich wette, hier werden wir fündig. Es ist schön, ein wenig Bewegung zu bekommen. Das letzte Mal war vor... Dass wir alles tun könnten, wenn wir diese Magie nicht verloren hätten. Na los!
Und jetzt? Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Sie gehen über die Treppe. Wird erledigt. Knochenberg, zerrissener Brief. Es ist also wahr. Eine kleine Gruppe von Elfen hat hier Zuflucht gesucht. Wir gehen gerade den ganzen Kadesh-Teig rückwärts offenbar. Hier drüben vielleicht. Ups, hier ist nichts. Aber da vorne. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass die Zwerge den geflohenen Elfen aus Arlathan in dieser Dunkelheit Zuflucht gewährt haben. Oh, ein Brotto. Eine Kreatur ist das. Das ist ein Brotto. Und er ist tot. Also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen. Aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt. Und überall war Dreck. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die zu bekommen und ein paar Übungen zu machen. Sonne und frische Luft sind gut für euch. Wisst ihr, wovon die frische Luft im Sommer voll ist? Mücken. Und sie gieren nach frischem, zartem Magierfleisch. Nun ja, wenn man es so sieht. Aber zum Glück hatte sich die Sache schnell erledigt, als ein Schüler diese Gelegenheit genutzt hat. Er ist einfach von der Anlegestelle gesprungen und ans andere Ufer geschwommen. Die Templer konnten ihm in ihren Rüstungen nicht hinterher schwimmen. Sie haben ihn erst eine Woche später wieder aufgespürt. Danach mussten wir plötzlich nicht mehr nach draußen. Aber dieser Magier, Enders, hat immer wieder versucht zu entkommen. Wie? Und seit seinem letzten Fluchtversuch habe ich nichts mehr von ihm gehört. Enders? Echt jetzt? Das ist ja Wahnsinn. Sie führen in die Richtung. Ne, Quatsch, wohin führen sie? Oh, dorthin. Wir müssen also kämpfen. Na gut. Hallo, Dunkelbrot, wie geht's denn? Lange nicht mehr gesehen. Autsch. Aua. So. Ah, nur Schrott in den Kisten. Gute Beweglichkeit. Hier. Wird erledigt. Es ist soweit. Ein alter Elf. Da ist noch einer. Wir haben 4 Lichter Arlathans. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Und das machen wir mal. Gibt es hier irgendwo einen Ausgang oder so etwas? Wenn ja, dann nehme ich mal den Ausgang da hinten, denn von da kamen wir auch letztens rein. Jawohl, da kommen wir ja wieder auf die Weltkarte. Gut, dann würde ich sagen, auf zu den Elfenruinen. Da, wo alles begonnen hätte. Das sind die Ruinen. Der zerstörte Illuvien müsste hier irgendwo sein. Oh, ja. Ich bin so aufgeregt. Hier hätte alles begonnen. Wenn, ne? Wenn hier, wie heißt das jetzt nochmal? Wenn ich einen Elfencharakter aus dem Dalish-Bezirk. Ne, von den Dalish-Elfen einen Charakter erstellt hätte. Meine Güte, das ist konversationsschwer. So, gehen wir rein. Wenn ihr es so sehr hasst, draußen zu sein, warum begleitet ihr uns dann? Ich konnte mir die Gelegenheit, mehr über die alten Elfen und die Spiegel zu erfahren, nicht entgehen lassen. Außerdem mag ich die Gesellschaft. Danke. Glaube ich. Ich meinte den Hund.
Das ist fies. Meinte den Hund. Sehr schön. Warte mal, dein Hund scheint besonders Interesse an der Sehenswürdigkeit zu haben. Okay. Da gehe ich ganz bestimmt nicht lang. Nein, ich auch nicht. Wird gespeichert. Oh. Infizierter Elf. Wie ihr meint. Na super. Wie ihr meint. Kreischer auch hier? Sie sind doch nicht ansteckend, oder? Keine Sorge, dir wird nichts passieren. Unter meiner Obhut. Betrachtet es als erledigt. Schache, Steinsalbe. Da können wir nicht rein. Also muss ich außen herumlaufen. Warum probiere ich es dann auch? War klar. Oh. Ihr könnt mir gar nichts. Hä? Ah. Macht sie fertig. Und tot. Kreischer Alpha. So, ich nehme an, wir müssen entweder da durch oder da. Ja, hier können wir auch lang. Ich werde es tun. Froststein. Ah, wir sind direkt vom Ziel. Verdammt, die Tür ist zu. Ach, nee, wir müssen... Ach, die Tür ist zu. Genau dahinter ist der Eluvian. Super. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.